Guckst du dann, flogst ein Feld auf Achse. Von mir aus auch gern drunter schreiben, wie scheiße ich fahre. Das bin ich gewohnt. Das sagen die auch immer regelmäßig. Stimmt doch gar nicht. Ich like nur, ich schreibe nicht. Denkst du, ich kommentiere bei dir irgendwas? Aber ein Like heißt bei dir, Idiot. Nee, liken Moment. Tue ich nur, weil ich abonnieren weiß, und liken nicht vergessen. Streckenführung gleich null, Erkenntnis. Ach, nicht ganz. Dann drücken wir den weg. Boah. Okay, jetzt weiß ich, was der auch vorhin im Video gemacht hat. Dasselbe wie ich. Ach, das ist ja schwarz. Was machst du? Aber sowas von. Okay. Also jetzt finde ich mich momentan auch ein bisschen wohl. Jetzt habe ich auch die zwei Kicker genommen. Und die bin ich letztes Mal schon gefahren. Aber. Also ich brauche aber auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich kann dir nicht erklären, woran das liegt, damit ich mich so strecke, eher unwohl fühle. Ob das doch liegt, damit ich weiß, hey, das sind mehr Leute, da werde ich mehr beobachtet, das sind Leute, die können besser fahren. Ob das einfach nur ein eigener psychischer Druck ist, ich kann das nicht erklären. Das ist der Witz hier. Die können zum Teil alle nicht besser fahren. Aber ich finde, auf dem Rad hat sich schon stark gebessert, mein Fahrverhalten. Guck mal. Raus. Brauchst du ja nur hier unten hochschieben. Nein! Doch! Oh! Ah. Ja. Nee. Dreimal falsche Pin eingeben. Ja, aber war hart auf der Kante, aber passt. Ich habe mich immer verschätzt, bin halt so aus 2 Meter Höhe frontal in die gegenüberliegende Landung dann rein. Ein bisschen zu weit. Das war halt so selbst gebaute Dinger als kleine Knirps. Mit dem Hardtail damals noch mit so einem Univega Alpin war das, glaube ich. Hardtail. Ja. Kein Helm auf, kein gar nichts und dann war ich halt dann weg. Ja, und seitdem habe ich Hemmungen mit dem Springen. Aber übelst Hemmungen. Ich bin drauf gefasst, ich weiß, ich schaff's mit dem Tempo, ich muss nichts machen und trotzdem bremst ich vorher, weil dann. Geht automatisch. Das kriegst du halt nicht mehr raus. Und seitdem brauche ich auch nicht mehr. Ja. Also kleine Dinge, wenn ich einen Fully Hund oder so, dann springe ich da schon immer drüber. Mit dem Hardtail jetzt. Ja, hier, ja wenn, meistens so, wenn es halt so ein schneller Fluss ist, so ein Flow ist, dann ja, in Ordnung. Aber ja. Das sehe ich von Weitem schon dann vorbei. Ja. Da war ich im Brandnertal, da muss für die Junior schon der Hubschrauber kommen. Ei! Letzte Abfahrt an dem Tag und dann. Ja, es ist immer die letzte Abfahrt. Und dann, ja. Wenn was passiert, ist es immer die letzte Abfahrt. Also von daher. Ja, das sah sauber aus. Mach ihn nicht kaputt, der muss mich halt reinfahren. Ja,
ganz viel gefahren bin, weißt, wo ich die schon eine ganze Zeit okay, jetzt wird es schon wieder ein bisschen dunkel hier mit dem Brillenglas. Ups. Die Idee an sich war nicht schlecht. Ah, schon wieder. Ah. Servus. Aber immer wieder, ne? Also, der da? Ja. Ist der Bolt. Okay. Wie der Disney-Hund. Viel Spaß. Langsam ist die Puste raus. Ja. Egal, letzter Abschnitt.
Jo, merci. Ich hasse es. Ich hab nur eine Staubwolke gesehen. Wow! Thank you.
Oh, der war weit. Nee, nee. Jetzt nicht mehr. Wie gesagt, mein Power ist gepowert. Ach, eigentlich wollte ich ja, egal. Wieder zu kurz. Das erste Mal heute richtig. Ich brauche was Süßes. Alter, ich wollte abziehen und es funktioniert einfach nicht. Ah. Oh, der war heftig. Jetzt nicht mehr. Ich hab's überlegt, aber... Aber geil, aber den bis zum Runter zum Bahnhof, Bahnhof. Parkplatz nehme ich noch mit. Ah, ah, doch, 24,2 Kilometer. Tour beenden, Tour speichern. 4 Stunden 44 und 47 Sekunden. 813 Höhenmeter. Wip, wip.